In 3, 2, 1, los geht's. Moin und hallo, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge vom Podcast Ist echt nicht einfach. Wir sind heute in Folge 98. Und ich habe wieder einen Gast. Ich würde sagen, am besten beschreibt man sie mit morgens Zirkus, abends Theater. Eva Adurian ist bei mir. Sie ist die neue Geschäftsführerin und künstlerische Leitung vom Latibul in Köln, dem Zirkus- und Theaterpädagogischen Zentrum. Das gibt's gleich im Gespräch hier beim Podcast. Viel Spaß. Und passt der Spruch gar nicht so schlecht, oder? Ja, der ist ziemlich gut. Der ist ziemlich gut. Den habe ich gerade auch in meinem Büro hängen tatsächlich. Ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Es ist ein Classic, natürlich, habt ihr nicht erfunden. Aber ich musste an dich denken, weil das sind ja mittlerweile die beiden Welten, die dich komplett eingenommen haben. Ja, ich finde es auch total schön, weil ich eigentlich so aus der Welt des Theaters komme, aber ich hatte sehr früh Berührungspunkte tatsächlich mit dem zeitgenössischen Zirkus, was mich sehr fasziniert hat. Und lustigerweise hatte ich lang überlegt, als ich noch so in dieser Suchphase war, was mache ich jetzt, gehe ich da in Richtung Regie oder nicht? Und das war so eins meiner Träume, tatsächlich Zirkus inszenieren zu können. Und das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber... Ich verbinde jetzt gerade die zwei Welten und das ist super schön. Das kann da ganz gut passieren, dass diese beiden Welten auch dann zusammen inszeniert werden müssen. Auf jeden Fall. Wir sprechen gleich ein bisschen über das Latibul und auch was das Latibul für ein Ort hier in Köln ist und was da so passiert. Vorher wollten wir ein bisschen über dich sprechen. Du kommst gebürtig aus Ungarn. Wann ist denn Theater oder diese Kunstform der darstellenden Künste so in dein Leben geploppt? Also das ist tatsächlich sehr früh passiert, weil irgendwie auch durch meine Eltern, mein Vater wollte wahnsinnig gerne Filmregisseur werden und dadurch blieb er immer in dieser Sehnsuchtswelt von Theater und Film und so. Und ich habe sehr früh angefangen, Theater zu spielen und war tatsächlich ab 11 Jahren in so einem professionellen Kindertheater in Budapest, wow, wo man so, so semi-professionell Stücke gemacht hat, wie Tom Sawyer und so diese Klassiker. Mhm. Und damit sind wir auch durch Ungarn getourt. Insofern war ich sehr früh da drin und es war für mich irgendwie ziemlich klar, das will ich beruflich machen. Da habe ich auch überhaupt nicht mit mir reden lassen. Okay, wolltest du jemanden austreiben? Ja, ich war eigentlich super gut in der Schule und ich glaube, meine Familie hatte so eine Vision, die würde man Medizin studieren. Mhm. Warum auch immer. Weil du gute Noten hattest. So komische, ja, komische Ideen. Ja. Und ich wollte es einfach nicht. Ich war da, glaube ich, total festgefahren und habe das dann auch relativ schnell geschafft mit einer Schauspielschule. Das heißt, alles in Budapest passiert? Bist du da groß geworden? Alles in Budapest passiert und ich bin in der Nähe von Budapest groß geworden und war in Budapest auf dem Gymnasium. Ah, ja. Und ja, als ich dann dieses Papier in der Hand hatte mit so, du bist jetzt Schauspielerin, dachte ich, gut, abgehakt, was machen wir jetzt? Hallo Welt, hier bin ich. Hier bin ich. Das interessiert mich jetzt auch gar nicht mehr so arg. Jetzt könnte ich doch auch mal was studieren, oder? Also es war, also dann die Vorstellung tatsächlich so mit 21, 22, das war's jetzt, go, fand ich dann auch irgendwie ein bisschen einengend. Ja, wie kam es denn dazu, dass überhaupt dieses Studium, also ab wann beginnt das? Du hast erstmal ganz normal Schule gemacht, Gymnasium sozusagen? Ich habe Gymnasium gemacht und mit 18 dann auf die Schauspielschule? Sofort auf die Schauspielschule. Und das staatliche Schauspielschule? Also in Ungarn gab es damals eben diese eine, es gab überhaupt eine staatliche Schauspielschule und daneben war eine nach der Wende aufgebaute private, aber sehr bekannte Schauspielschule und ich war auf der privaten tatsächlich. Mhm. Die so ein bisschen anderes Setting verfolgt haben. Das fand ich auch cool, weil auf der staatlichen warst du erstmal 3 Jahre so aus allem raus. Das war für die ganz wichtig, hatte ja auch seine Berechtigung. Und bei uns war das so, dass du von Anfang an sehr viel gespielt hast, wahnsinnig viel Praxis. Wir wurden sehr viel vermittelt, auch in Fernsehproduktionen, sehr viel gespielt, auch in Musicals. Ich habe, glaube ich, 125, also bei der 125. Vorstellung war ich definitiv noch mit dabei von Hair. Wow. So, das so parallel und super viel synchronisiert und... das fand ich eigentlich für mich jetzt im Nachhinein geil. Du warst ja dann auch in all diesen, diesen kompletten Fächer ja unterwegs, von Synchronisation, ja. Singen und Bewegen, ja. Tanz, Choreografie, ja. Ja. Schauspiel auf Physical Live-Bühne. Theater sehr viel gemacht. Und auch TV. Ja. Ist auch nochmal, oder Kamera ist ja auch nochmal eine andere Form der Arbeit. Ja. Also das war ja wirklich cool, dass du einfach komplett in jede Sparte da mal reinschaust. Ja, das, doch, da findet man ja aber das raus. Fand ich toll, ja.
Und dann wolltest du was studieren, weil du gedacht hast, jetzt. Ja, und dann habe ich gedacht, es war halt irgendwie, logischerweise waren das auch 3-4 sehr volle Jahre so. Also morgens um 8 an der Ballettstange und dann irgendwie bis nachts um 12 noch auf der Bühne. Also wenn du so her, das ist schon, geht schon 3 Stunden. Wenn du das dann Freitag, Samstag, Sonntag 5-mal spielst, dann kannst du noch so trainiert sein. Am Sonntagabend zittern dann schon die Knie so in den Gassen, wenn Aquarius losgeht. So, aber es war geil, weil ich habe dann halt irgendwie auch gemerkt, ja, also für Schauspiel musst du dich auch irgendwie fügen können. Du musst erstmal in jedem Konzept dich dem Konzept irgendwie hingeben können. Und je älter ich wurde, umso mehr habe ich festgestellt, nee, also ich möchte auch wahnsinnig gern mitdenken. Und wenn ich es halt einfach scheiße finde, dann fiel es mir auch wahnsinnig schwer, mich da irgendwie einem Konzept zu fügen, wo ich nicht wirklich dahinter stehe. Und so reiner Dienstleister dann ist sozusagen? Ja, man ist irgendwie ausführendes Organ. Ja. Und natürlich gibt es inzwischen, das ist jetzt auch 25 Jahre her, kannst du dich auch viel stärker mit einbringen als Schauspielerin. Trotzdem musst du irgendwie mit dem ganzen Konzept und mit dem Plot einverstanden sein. Irgendwie musst du dich dahinter wiedererkennen können. Und das ist halt natürlich nicht immer der Fall. Ja, das. Und das fiel mir dann nicht so leicht. Und deswegen dachte ich, ich möchte jetzt irgendwie mal ein Jahr raus und ein bisschen was studieren und ins Ausland und so. Und ich hatte eine große Rolle in Daily Soap bekommen. Und das in Ungarn. In Ungarn. Oh. Und das habe ich. Erzähl mal über deinen Charakter, was für eine Figur hast du gespielt? Du musst ja nicht den Namen nennen, einfach nur so was für eine. Ja, also das war so ein, so ein Daily Soap. Es ging um ein Fernsehen, also Fernsehanstalt am Rande der Stadt. Also. Und ich sollte eigentlich die eine Mitbesitzerin sein. Es sollte so ein Geschwisterpaar gehören. Und es war eine so sehr aufgeräumte und eine bisschen flippige, durchgeknallte Junge. Die sollte ich sein. Und das wollte ich dann aber nicht, weil ich dachte, wenn ich da so eine riesige Rolle bekomme, dann kann man mich da nicht rausschreiben, dann bin ich wirklich 5 Jahre komplett drin. Das stimmt. Und dann hätte aber vielleicht auch ordentlich Geld verdient und eine große Popularität erreicht. Ja, klar, genau. Aber das ist halt natürlich in so einem kleinen Land wie Ungarn, ist deine Popularität ab da dann auch völlig an diese Rolle gehängt. Ja, also du kannst da wahnsinnig schwer wieder rauskommen, davon wieder dich freimachen. Und dann habe ich dann diese andere Seite der Medaille da so gesehen hast. Ja, ja. Und dann habe ich denen gesagt, naja, ich hätte gern irgendwie was Kleineres, wo ich mich eben auch mal rausziehen kann oder so. Und dann habe ich so eine ähnlich flippige Junge, die da irgendwie so rumgerannt ist und alles organisiert hat und so gespielt, weil ich glaube, ich hatte schon so eine sehr komische Seite auch so. Und dann wollte ich es aber, also ich fand das für mich damals sehr schwierig, weil ich eigentlich mit so großen Visionen Schauspiel studieren wollte. Ich wollte irgendwie die Gesellschaft verändern und Kultur und Teilhabe. Das waren halt so meine Themen. Und wenn ich jetzt plötzlich in Daily Soap bin, dann mache ich ja genau nicht das, wofür ich das eigentlich studiert habe. Und das ist natürlich auch eine Maschinerie. Da passiert dir halt ganz schnell irgendwie, du wartest 10 Stunden in der Maske, dann ist irgendwie deine Szene dran, dann hast gerade mal so den Text gelernt, improvisierst das und dann heißt es, geil, im Kasten. Und du denkst, wollen wir nur dran arbeiten, aber es ist irgendwie kein Raum dafür da. Und das ist halt, für mich war das irgendwie nicht so. Ja, das ist schnelles Geschäft halt. Das ist wirklich ein sehr schnelles Geschäft und das ist auf jeden Fall kein Geschäft, wo du schauspielisch jetzt dich irgendwie wirklich. Ja. Also ich konnte das, glaube ich, relativ gut so schnell mal auf ein Niveau bringen, was so gereicht hat, war aber nicht das Niveau, wo ich dachte, das möchte will ich gerne. So. Ja, verstehe ich. Ja, und deswegen habe ich dann gedacht, ich gebe mir jetzt ein Jahr. Ich habe das nicht angenommen, dann den endgültigen Vertrag und bin dann nach Leipzig und habe gedacht, ich studiere mal Theaterwissenschaften und Medien- und Kommunikationswissenschaften und dann gucke ich mal. Und dann bin ich aber nie mehr zurück, weil es eigentlich ziemlich cool fand, das Studium. Also ich mochte das gerne, mich theoretisch mit diesen Dingen zu befassen, die ich aber praktisch kenne. Das ist natürlich der Unterschied. Ja. So. Ja, da hast du einen anderen Bezug dazu vielleicht auch, dann das Theoretische anzunehmen, als wenn man es andersrum machen würde. Also wenn du nur Theaterwissenschaften und so gar keinen Bezug zum Praktischen, das ist, glaube ich, echt schwer. Das ist ein schwerer wissenschaftlicher Zweig. Da ist schon viel Psychologie dabei und so. Und
War schon irgendwie, war schon cool. Ja, vielleicht auch genau richtig, dann den Weg so zu gehen. Mhm. Und von da aus hat es dich dann weitergeführt. Genau, da bin ich da bei der Hofespielen gelandet, während meines Studiums in Recklinghausen tatsächlich, und war in den internationalen Produktionen als Regiemitarbeiterin eingesetzt und habe die auch dann, wenn sie dann bei dem Festival waren, mitbetreut. Das mochte ich sehr, weil da war, also eigentlich dachte ich, das ist jetzt so geil, weil ich habe so immer ein paar Monate, kann ich theoretisch irgendwie mich da so reinfummeln, und dann habe ich immer so in den Semesterferien, hatte ich dann so 3 Monate, wo ich dann total praktisch unterwegs war und plötzlich diese saß ich... Diese 3 Monate dann Ruhrfestspiele. Genau, wo ich dann die Proben hatte und eben die Ruhrfestspiele, genau. Und das war schon... sehr schöne Zeit. Das ist ein cooler Vibe, oder? Schon geil, ne? Ja. Finde ich auch. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Immer gerne da, muss ich sagen. Wäre ich auch super gern, glaube ich, in so einem Festival-Kontext, weil das schon toll ist, so ein ganzes Jahr auf so 6-7 Wochen hinzuarbeiten und dann ist Halligalli. Die sind dann aber richtig geballt und so. Ja, dann ist schon halt echt, das ist sehr, sehr schön. Ich mochte das sehr gerne. Und ich mochte das auch in anderen Ländern, plötzlich mit Theater unterwegs zu sein. Das ist natürlich hammergeil, in Taschkent irgendwie Medea zu inszenieren. So, also macht schon richtig, also wenn du dann plötzlich in einem anderen Land, in einer anderen Sprache ein Stück inszeniert, womit ich aber hier vor Ort auch was verbinde, ist es schon interessant, weil du lernst natürlich auch dieses Land über die Kultur, aber trotzdem auch über die Menschen, weil du mit den SchauspielerInnen dann auch viel zu tun hast, sehr anders kennen. Und das mochte ich sehr gerne. War halt so ein Nomadenleben. Aber das unterstreiche ich total. Wir haben mit Long John ja mal gespielt auf den Ruhrfestspielen und ich war jetzt nochmal da für den Podcast und ich bin immer wieder mal da jetzt für Zirkus On und habe da so Aufnahmen gemacht und man kennt sich noch und man... Also dieser Vibe und dann auch die Zeit, wo wir da waren, dass du gerade sagst, so all diese Kompanien aus allen Herren Ländern und dieses typische halt abends nach den Stücken wird zusammengehangen, wird ums Lagerfeuer gesessen, wird irgendwie viel Output, das sind alles Leute, die extremen Output haben so und alle quatschen, aber genau das, boah, das mag ich so gerne auch, genau diesen... Ja, dann nimmt man halt einfach so unglaublich viel mit, allein so diese Beziehungen und diese Menschen, die, also ich... Wenn du einfach mal an dem Lagerfeuer sitzt, so mal ein paar Stunden mit so einer Person wie Udo Lindenberg, wobei der eher in der Kneipe saß, aber das ist dann auch geil. Aber solche Dinge passieren dann plötzlich. Solche Dinge passieren da plötzlich und es macht echt, das prägt irgendwie in irgendeine Richtung, in welche auch immer. Ne? Auch sich auszutauschen über dieses Metier und, also keine Ahnung, wir haben dann ein Stück, auch selber Stücke gesehen, während wir da gespielt haben. Und dann hast du ein Stück gesehen, was dich mega beeindruckt hat. Und du konntest einfach danach, weil du in dem gleichen Backstage, in dem gleichen Batch rumläufst, direkt mit dem Regisseur quatschen und dieses ihm sagen, dass du es toll fandest, aber gleich auch so seine Ideen bekommen. Also auch so ganz viel schöpfen irgendwie aus dieser Zeit, wo so viele Leute, die das machen, zusammenkommen, einem Ding da sitzen und man sich dann so austauschen kann. Also das war, glaube ich, auch so wirklich auch, das ist so ein bisschen heute abgedroschenes Wort, aber das ist wirklich ein Festival von Begegnungen und das ist halt das Geile, wenn du, was du ja auch beschreibst, wenn du irgendetwas siehst, man hat eine gemeinsame Referenz, aber man begegnet sich dann trotzdem eben auf dieser künstlerischen Ebene oder eben in diesem Spannungsfeld, ich habe es gesehen, du hast es gemacht, aber ich weiß trotzdem noch mal ein bisschen tiefer, wie es dir ergangen sein konnte. Ja. Das ist schon sehr, sehr reiche Zeit. Und Ruhrfestspiel ist aber auch renommiert. Da hast du das so auf deiner Vita stehen, das ist ja nicht schlecht. Und das hatte ich irgendwie auf meiner Vita stehen. Oder? Ja. Das ist doch hier in Deutschland so auf jeden Fall so eine kleine Etikette. Ja, das war mir gar nicht klar, glaube ich, damals ehrlicherweise. Ich habe dieses Jobangebot gehabt und habe es dann bekommen und ich habe es, glaube ich, gar nicht geschnallt, was das für ein Ort ist und so. Das war toll, weil ich Geld verdient habe und mein Studium finanzieren konnte. Ich hatte ja damals gar kein Geld, also es war total gut, aber ich habe es, glaube ich, gar nicht verstanden, was das für ein Ort ist. Ich war da gern. Und, vielleicht genau richtig, mit so einer Naivität manchmal in die Dinge zu gehen. Wirklich, weil da hat man diese Ehrfurcht nicht. Ja, nee, die hat, weißt du, das hat tatsächlich gar nicht. Kenn ich so, dann, wenn du es nicht weißt, dann hast du gar keine Ehrfurcht. Ja, ja, aber du bist aber vorsichtig. Hatte ich nicht. Ich hab's einfach gemacht. Ja, ich habe einen Job hier. Ich habe was zu tun, keine Ahnung. Ja, voll. Dann ging es weiter, das muss ich überlegen, Ludwigshafen, ist das nicht nach unten? Ludwigshafen. Das ist schon fast Bodensee, ne? Nee, leider nicht. Nee. Schön wär's. Das ist die hässlichste Stadt Deutschlands, Ludwigshafen. Ich dachte, Entschuldigung für alle, die in Ludwigshafen wohnen. Ich dachte, Siegen wäre die hässlichste Stadt Deutschlands.
Nee, Ludwigshafen ist schon echt hart. So. Schlimmer als Siegen? Ja, du, Siegen kenne ich jetzt nicht so. Aber, ich kann, aber Köln ist auch hässlich. Nur, damit alle, damit, ja, nur einfach, um die Wunden zu lecken. So. Auch Köln ist hässlich. Nicht nur Ludwigshafen, nicht nur Siegen. Es gibt viele hässliche Orte, die schöne kleine Inseln haben. Ludwigshafen hat natürlich auch schöne Ecken, aber es ist schon eine spannende Stadt. Also ich bin da auf jeden Fall hingezogen und dann... Kurz mal einzurahmen, wie alt warst du da ungefähr? Oh, warte mal, 27. Okay. Und dachte, jetzt fahre ich erstmal 4 Wochen nach Budapest zurück. War schon sehr anders. Also wenn man in Budapest aufgewachsen ist, das ist so ein... eine, sagen wir mal, ästhetisch sehr reich prägende Stadt. Mhm. Und dann war Leipzig schon so, dass ich dachte, Halleluja, hier kannst du ja von A nach B laufen. Mhm. Krass. Kannte mein Budapest nicht so. Und dann war Ludwigshafen einfach auch von der Größenordnung eine deutlich kleinere Stadt, auch eine Arbeiterstadt, auch im Westen, was ich nicht so kannte tatsächlich. Also da bin ich auch sehr Ostkind, sehr andere Geschichte, sehr andere Prägung, auch die Menschen mit einem völlig anderen kulturellen Background sind anders aufgewachsen als ich. Also da habe ich das schon so ein bisschen gemerkt. Und da hatte ich dann erstmal eine Medienschule gegründet. Das war so ein Projekt, wo ich versucht habe, Medienpädagogik durch theaterpädagogische Methoden zu betreiben und habe mich aber dabei nicht auf diese technischen Kompetenzen konzentriert, sondern was in der Medienpädagogik immer wieder hinten runterfällt, sind tatsächlich die psychologischen Wirkungen von Medien, vor allem auf kleine Kinder, weil ja das visuelle Medium eine ganz extrem starke Wirkung hat. Und wir gehen auch sehr in die Richtung, es wird immer schneller, immer bunter, weil das die Kinder natürlich total fasziniert. Wir haben unendlich viel mehr visuelle Medien für die Kinder, als es früher war. Und dadurch haben sie aber wenig Raum, mit diesen Wirkungen umgehen zu können, weil sie halt sehr zugeballert werden. Also wenn du überlegst, ich weiß nicht, wie das bei dir war so, aber ich mir wurde ja so... Ich habe super viel Fernsehen geguckt als Kind und als Jugendlicher. Samstags super auch. Aber, ich habe, glaube ich, jeden Tag Fernsehen geguckt. Mir wurde halt vorgelesen zum Beispiel. Bei mir auch. Wir hatten auch nicht so viele diese Bilderbücher, die ich super, super toll finde, von Comics. Denen wir so... Aber es war halt auch sehr viel... Aber ich habe auf jeden Fall auf Samstag und so, ich habe diese ganzen Animes alle geguckt die ganze Zeit, Dragon Ball Z und Chevalier du Zodiac und so. Und dann habe ich französisches Fernsehen geguckt, Club Dorothée. Da kam dann versetzt zu den anderen, die anderen Folgen, da konnte man so 2 Zeitlinien gleichzeitig gucken. Und ich habe auch immer sonntags den Lila Launebär geguckt auf RTL. Wahnsinn. Morgens, da bin ich morgens aufgestanden und meine Eltern haben gesagt, oh Gott, guck ruhig, dann können wir schlafen. Ich habe auch viel Fernsehen geguckt, habe auch nachher, witzig, weil du gerade darüber redest, über Medienpädagogik gemacht in der Ausbildung als Spezialisierung. Und wir haben da über die Teletubbies geredet. Das war in meinem Studium auch. Gutes Beispiel ist für so, als die gefragt wurde, es war, glaube ich, BBC, die das produziert haben. Ja. Und dann gefragt wurden, ja, für welche Zielgruppe ist das denn? Und dann sagten die ja 0- bis 3-Jährige. Wo jeder Pädagoge dir sagt, so 0- bis 3-Jährige brauchen kein Fernsehprogramm. Don't, please, don't. Deshalb auch immer diese Wiederholungen, die innerhalb dieses, das wäre so eine wahnsinnige Schleife und so. Ne? Auf der anderen Seite gibt es voll coole Sachen, so wie Pingu. Kennst du Pingu? Diese Knete, so Knete, verwandelt und so, also Stop-Motion-Sachen und so. Ich bin auch total, also ich habe immer das Gefühl, wenn die Eltern mitgeguckt haben, ist geil, dann war es cool, oder wenn man sich damit darüber austauschen konnte, später dann in der Schule mit den anderen, war es auch cool, weil man nicht so allein gelassen wird. Ich glaube, der Punkt ist, und das habe ich da auch versucht irgendwie zu etablieren, wenn du es schaffst, diese ganzen Eindrücke, wenn du Zeit und Raum dafür hast, die aufzuarbeiten und die als Reiz zu nehmen und weiterzudenken, dann ist cool. Ja. Wenn du aber dann nur zugeballert wirst und ein Kind nichts anderes macht, als SpongeBob zu malen, irgendwie hundertfach, dann denke ich, okay. Paw Patrol. Nimm das einfach und mach daraus deinen eigenen Scheiß. Und dann ist es eine total reiche Sache. Und Es geht, glaube ich, ganz viel um das Unkontrollierte in den Mediennutzungen so von Kindern. Dass man selber nicht mehr weiß, was die gucken. Die Auswahl ist riesig, wie du sagst, so bei Netflix. Auch als Eltern ist es echt schwer mitzuhalten. Voll. Aber ich bemühe mich zumindest, also meine Tochter darf auch Medien konsumieren, aber es ist total geregelt. Die darf das nur am Wochenende. Am Wochenende darf sie es. Und im besten Fall kriege ich aber ein bisschen mit, was sie guckt, oder ich frage sie und sie soll mir das erzählen.
Also ich forciere quasi die Reflexion cool. dadurch, dass sie mir das erzählt. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, ich beschäftige mich auch ganz viel mit Computerspielen und Medienkonsum und habe da einen ganz spannenden Artikel gefunden von einem, ich glaube, das war ein Kolumnist in der New York Times, der selber Videojournalist war, also Videogames-Journalist war, der gesagt hat, seinen Sohn erzieht er in der Historie der Videospiele. Das heißt, mit 5 fangen wir an mit Snake und Pong. Genau. Und dann geht es weiter Richtung Point and Click, Monkey Island, da lernst du die Maus kennen. Am Anfang lernst du erstmal diese 3 Tasten hoch, links, rechts. Ja. Bei Snake lernst du die mal kennen. Und das ist so ein ganz softer Einstieg, der dich, weil wir hatten das ja einfach historisch gegeben. Ja, voll. Wenn du heute Leute von normale, moderne Computerspiele reinstellst, dann ist Achterbahnfahrt, so, das kriegst du gleich mehr mit, visuell, alles viel zu schnell, viel zu hektisch. Und das mache ich jetzt auch mit meiner Tochter. Ja, das ist lustig. Wir machen das schön Schritt für Schritt. Wir sind jetzt gerade bei dieser Point-and-Click-Geschichte, so Rätselspielchen. Ja. Und wenn sie das mitmacht, finde ich cool. Ja, hat sie voll Bock drauf. Aber manchmal ein bisschen zu viel, weil ich es nicht immer leisten kann. Ich denke, ja, wir spielen gleich nochmal. Ja. Ja. Genau, aber ich denke, es ist ein riesen Medienpädagogik, um zurück auch einfach jetzt zu kommen nach Ludwigshafen. Medienpädagogik ist so ein riesen Thema. Das ist ein riesen Thema und da ist ein riesen Feld, finde ich, auch für Theaterpädagogik. Und ich finde, man könnte wahnsinnig viel von Medienpädagogik lernen. Auch dann mit TikTok und mit all den Sachen, die jetzt dazu kommen. Ja, voll. Also ich bin irgendwann ausgestiegen, muss ich sagen, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Weil um wirklich medienpädagogisch gut arbeiten zu können, musst du voll am Nerv bleiben. Musst drin sein und die Inhalte kennen und wissen, was die Kids irgendwie bewegt und was ihre Themen sind und so. Das schaffe ich jetzt ja heute gar nicht mehr. Aber damals war ich da sehr, sehr gut und habe das auch alles sehr verfolgt. Aber was ich da halt geil finde, was in der Theaterpädagogik ein bisschen fehlt, finde ich, dass die voll krass ihre Zielgruppen analysieren und ganz genau wissen, wie diese Rezeptionsweise bei Kindern ist. Wie triggern wir die? Wie triggern wir die, aber worauf reagieren die? Wie reagieren die? Das kann man natürlich auch sehr ausnutzen, ne? So konsumtechnisch. Schön Cliffhanger auch immer, genau. Dass sie immer aber wieder dranhängen. Die wissen auch ganz genau, also in der Medienpädagogik lernst du exakt, was du ja auch gesagt hast, was braucht nur bis 3-Jährige? Worauf achten die? Wie sind sie psychologisch überhaupt in der Persönlichkeit? Entwicklung, an welchem Punkt sind sie? Und das fehlt mir so ein bisschen in der Theaterpädagogik. Also ich habe das so für mich rübergerettet. Ja. Und das war eine schöne Zeit. Und dann habe ich da, ausgehend davon, sollte ich dann Kinder- und Jugendbereich aufbauen, an dem Theater im Pfalzbau. Und das ist ein Gastspieltheater. Das war ja gar nicht so einfach. Und da habe ich gedacht, dann lass uns doch mal, war ja auch so ein, damals hieß es noch, multikulturelle Gesellschaft. Also Ludwigshafen ist sehr, sehr multikulturell geprägt gewesen. Und dann habe ich gedacht, also man kriegt das ja, glaube ich, nur durchs gemeinsame Tun hin. Und wenn wir die Themen von den Kids irgendwie aufgreifen und ihre Lieder, ihre Musik, was ihre Identifikation ist und gleichzeitig das ist, was sie aus einer Gesellschaft auch ausschließt. Das kannte ich auch von meinen Kindern, weil die guckten natürlich zu Hause ungarische DVDs, fand es mega cool, aber niemand kannte sie und sie konnten es auch niemandem zeigen, weil sie es halt nicht verstanden haben. Und damit da irgendwie so eine Brücke zu schaffen. Und dann haben wir angefangen, so Theaterstücke zu machen mit Kindern und Jugendlichen und professionellen SchauspielerInnen und auch Musikern. Das erste war mit einem Symphonieorchester tatsächlich, das erste Stück. Und das hat da eingeschlagen wie eine Bombe, weil man irgendwie die Kids da auch einen ganz anderen Bezug haben, wenn andere Kinder auf der Bühne sind. Dann auch irgendwie diesen Transfer verstehen und trotzdem kriegt das Ganze natürlich eine hohe Qualität und die Erwachsenen lernen super viel von den Kids, die einfach mega entspannt machen. Und die Kinder haben auch die Sehnsucht, einfach gut zu sein. Die wollen ja nicht süß sein auf der Bühne. Die wollen einfach was liefern, was man von ihnen nicht erwartet hätte. Mhm. Die wollen eigentlich voll diese Grenzüberschreitung. Mhm. Und das war schon, Und auch was können, auch zeigen, dass sie was können. Anerkennung im Endeffekt ist es ja auch. Ne? Es steckt das Selbstwertgefühl, es geht um Anerkennung auch. So, ich bin wer. Auch die eigene, ne? die sich selber auch anerkennen selbst, zu können und sagen zu können, krass, hätte ich von mir nicht gedacht. Ja. So, das können sie schon mit 8. Ja.
Und das hat da sehr funktioniert. Also am Ende hatten wir nach knapp 10 Jahren 400 Mitglieder. Wow. Und was in so einem wow. so eine Stadt echt. Habt ihr da auch mal so einen Preis gewonnen für irgendwas? Ja, wir hatten einen internationalen Beste Produktion Preis gewonnen. Das ist natürlich für auch Hoffmann Hammer. 2012. Ja. Und ja, wir hatten 3 Groschen Oper gemacht mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, live gesungen, live gespielt. Das war schon echt ein krasses Ding. Wow. 3 Musketiere, erstmal ein halbes Jahr Fechttraining und so. Also cool. Hatten schon coole Sachen gemacht. Das ist mega gemacht, sowas. So. Ja, also es macht richtig Spaß, genau ja. da so reinzugehen, auch in die ganzen ja. Fertigkeiten, die da mitliefern, ja. wie Fechten ja. und andere Sachen. So. Ja. Und dann ging es nach Landau, über den Umweg. Ja. Und da ging es in eine ganz andere Richtung, weil da waren dann Erwachsene plötzlich vor dir, mehr oder weniger. Ja, okay. Ja, dann ging es nach Landau und dann hieß es, okay, schön. Also bis dahin habe ich dann halt so ruminszeniert, ein bisschen ja. rumorganisiert, manchmal auch mitgespielt. Also es war irgendwie schön. Und dann plötzlich war ich in Landau und dann sollte ich das alles, was ich da irgendwie mir selber angeeignet habe oder halt auch irgendwie scheinbar auch konnte, unterrichten. Und das fand ich echt krass schwierig. Wie soll ich jetzt jemandem erklären, wie inszenieren geht? Weiß ich doch nicht. Ich mache das zwar schon mein ganzes Leben lang. Ich mache das, aber so jetzt so diese Grundlagen und das Know-how. Und das hat natürlich eine Struktur, aber ja, das war dann auch so eine Zeit, wo ich dann auch sehr viel wieder angefangen habe zu lesen, super viel Literatur, auch nochmal Fachliteratur. Noch, da fehlten mir auch 10 Jahre. Also ich war da schon. Was hat dich dann angetrieben, plötzlich wieder? Also du warst dann an der Uni und hast da doziert und hast Theater, Theorie und Praxis sozusagen. Genau, ich habe doziert als Universitätsdozentin. Was hat dich dann angetrieben, von dem einen wegzugehen dahin? Wolltest du es wissen so? Kann ich auch noch Theorie oder? Hatte ich der Reiz an der Uni gereizt, also, damit deine Eltern sagen, okay, sie ist nicht Ärztin geworden, aber sie ist Universitätsdozentin geworden. Ja, kann ja sein. Also es gibt ja auch so, man ist ja auch ein bisschen eitel und denkst, ja, das können wir ja auch. Ja, ich glaube, ich habe halt so ein bisschen dieses Freischaffende mit 2 Kindern satt gehabt. Okay, du hattest da schon 2 Kinder. Ich hatte da schon 2 Kinder oh, okay. und als Freischaffende, dann hatte ich auch irgendwie so eine Krankheitsphase und das ist schon echt aufregend. Also ich glaube, Freischaffende ist mega cool, weil man seine Zeit irgendwie einteilen kann, sich das überlegen kann, sich supergeile Projekte, das kennst du ja. Ja, ich mag's gerne. Die schönen gerne. Projekte, so die Rosinen ja. rauspicken kann. Aber wenn du halt krank bist, ja, dann ist Kacke. Dann ist Kacke. Ja. Und deswegen dachte ich, ich brauche jetzt irgendwie ein Base. Oder einer deiner Liebsten. Reicht ja auch schon. Ja, reicht auch schon, genau. Also so, dann wird es schwierig. Ja. Dann ist wenig Halt da. Und das habe ich gedacht, kann ich mir jetzt irgendwie nicht mehr leisten. Schön. Oder will ich mir nicht leisten? Kann ich auch sagen. Also ist ja ein ja, rationaler Gedanke. Oder will ich Gedanke. Mir auch vielleicht ich will mir nicht, das genau. nicht leisten. So. Ich will voll, entspannter sein. Und da kam halt dieses Jobangebot und dann dachte ich, okay, das nehme ich jetzt mal. Und natürlich war das auch, was du sagst, dieses, okay, das kenne ich jetzt. Ich weiß, wir haben jetzt hier 400 Kinder. Also ich wurde jetzt da auch nicht mehr gebucht, weil da wechselte der Intendant. Also insofern war das ja auch klar, dass ich da was anderes machen muss. Aber es war auch, ja, irgendwann will man halt auch weiter oder mal was anderes oder irgendwie neuen Input und ja. neue Herausforderungen und so. Bisschen peinlich war es mir, dass es an der Uni ist. War dir peinlich? Ja, weil mein Vater hat immer eigentlich gegen, genau das, was du sagst, ach, gegen diese ganzen Titel Elitären. Und so, hat er da immer so gewettert und da dachte ich, oh Gott, Papa da im Himmel, ich bin jetzt total leid. Aber für Theater, hallo. Aber immer noch. Alles gut. Theater. Ja. Man, das war interessant. Ich habe die Zeit sehr gemocht, aber es ist auch nicht meine Struktur gewesen. Ja. Also ich habe dann auch sehr gemerkt, so ein Universitätstanker, bis du da mal irgendwie erklärt hast, warum irgendwie Rechnungen von 10 Kilo Bananen wichtig sind. Ja. Ja. Also so, du bist dann wirklich wahnsinnig eng eingebunden in diese Strukturen und im Tiefen interessiert auch gar nicht, was du machst. Du hast ein Stück gemacht mit 10 Kilo Bananen? Ich hatte ein legendäres Seminar mit sehr viel Bananen. Ich liebe Bananen. Das ist sehr gut. Ja. Ja das, so Objekte verfremden, oder was? Objekte verfremden, ja, genau. Und das war sehr schön, weil jeder it. Kriegte eine Banane und es los waren geht's. Die ja. krassesten Szenen. Also wirklich heute unter Nachhaltigkeitsaspekten, glaube ich, gar nicht mehr so. Danach haben wir sehr lang sauber gemacht im Seminarraum, aber es war
irgendwie mochten es alle. Ich finde es super witzig, weil auch ich kann das so nachvollziehen auf der einen Seite, wie man denkt, okay, ich möchte was Cooles machen mit meinen Schülerinnen und Schülern und ich kaufe jetzt einfach mal 10 Kilo Bananen und dann aber nachher in so einer Buchhaltung sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Warum denn Bananen oder so? Ja, und 10 Kilo. Ich hätte auch 10 Kilo Pappbecher kaufen können. Ja, wäre aber auch ein Problem gewesen an der Uni. Ja, also, dann machst du jetzt nicht an den Bananen fest. Das ist ja egal. Dann. Nee, aber alles ist ein Problem. Ja, Gott, das ist natürlich schade, weil man immer wieder ausgebremst wird aus einer eigenen Motivation heraus, von so einer, von so einem Konstrukt. Das ist nicht schön, ja, stimmt. Ja, also es war auch letztendlich, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Bogen zu hier, es war auch für mich irgendwie insgesamt ein einsames Leben an der Uni. Also da bist du jetzt auch als Kunstdozentin irgendwie so ein bisschen komisch. Das war ein sehr kleines Institut. Und da bist du so ein bisschen alleine. War da über weitestgehend halt, bist du Seminarleiterin und die Studien sind cool. Und ich hatte mit denen auch eine super schöne Zeit. Das habe ich sehr geliebt. Aber trotzdem bist du immer noch in so einer Sonderposition. Also bist nicht Teil der Gruppe. Und sonst sitzt du halt alleine in deinem Büro. Ja. Und ich habe halt, glaube ich, dieses Theaterleben gewählt, um nicht allein in meinem Büro zu sitzen, sondern so ein bisschen mit vielen Leuten Dinge verhandeln. Ja. Und das war da halt nicht. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe an der Universität in, ich glaube, Krefeld, Mönchengladbach, das ist so ein Konglomerat, mal Zirkuspädagogik gemacht als Seminar. Und an der Uni Köln habe ich mal Bühnenpräsenz gemacht für die GebärdendolmetscherInnen. Ja, cool. Im Studiengang. Und natürlich ging es mir auch ein bisschen so, oh, jetzt kann ich an der Uni, so ist irgendwie cool auch, ne? Ist auch cool, dass ich bis dahin gekommen bin, dass ich jetzt auch in dieser Ebene, in dieser Kunstform arbeiten kann, auf einem ganz anderen theoretischen Level, auf einem ganz anderen Level, irgendwie mit anderen Leuten. Auf der anderen Seite ist aber genau das, also vor allem hatte ich ja nicht mein eigenes Büro da, sondern ich habe einfach nur so Seminare gemacht, auch in meinem Halbjahr. Das heißt, du kommst dahin für deinen Unterricht, keiner kennt dich, auch nicht mal der Hausmeister und auch die anderen Dozierenden. Ich weiß auch nicht, was die machen. Ja. Und alles ist so ein bisschen, jeder macht so sein Ding auch. Da guckt ja auch keiner über die Schulter, jeder macht so irgendwie in seinem, kocht einen so seinem eigenen Becher und so. Und das war ja nicht das Gefühl von, hier geht es jetzt irgendwie Esprit. Weiter. Hier geht es so weiter. Es war so, okay, du machst hier dein Ding, du hast halt komplette Freiheit, aber mehr passiert jetzt auch nicht. Ja. Und dann musst du damit klarkommen, dass irgendwie in so einem Seminar oft ja weniger Studierenden sind, so 20, 30. Und dann ist aber ganz klar, dass wenn dein Seminar freitags nachmittags ist, dann sind noch 8 da. Und dann wird es auch zäh, weil dafür bin ich nicht angetreten. Zirkuspädagogik, das wollte ich ja mit denen ja machen dann. Dann schleppst du so ein Drahtseil an und denkst dir, von den 30 People kommt keiner. So. Und damals halt auch in dieser jungen Phase, jung und wild, so, das noch so dahin mit dem Fahrrad mehr oder weniger fährt und schleppt und trägt und auf den vierten Stock, um da aufzubauen. Ja. Wenn man die Motivation hat, denen das so anzubieten und noch so dicke Kugel irgendwie durchs Treppenhaus, dann kommt keiner. Naja. Aber trotzdem schön. Es war trotzdem sehr schön. Und witzigerweise war ich jetzt auf der Jonglier-Convention in Lublin, in Polen, und es kommt eine Frau auf mich zu und sagt, hey, du bist der Dan, ich war bei dir in diesem Seminar. Guck mal, und das eins war von den 8. Das war für mich ein Einstieg in diese Welt und jetzt ist sie auch irgendwie in dieser Welt unterwegs und ist zugekommen, mir nochmal Danke zu sagen, dass ich sie da eingeführt habe. Ja, das ist so super. Von daher, genau. Was willst du mehr? Was will ich mehr? Ja, aber vor Ort fühlt sich trotzdem nicht so. Nee, genau, manchmal muss man ja lange warten für die Früchte. So. Aber genau. Es hat mir ja nichts geschadet. So. Ja. Das ist auch cool. So, jetzt müssen wir gerne den Bogen spannen. Nämlich, wie hast du dann davon erfahren, dass das Latibull eine neue Geschäftsführerin sucht? Habe ich gelesen im Internet. Einfach so. Das heißt, einfach so. Du warst da so an der Uni in Landau und dachtest, ich brauche einen neuen Job. Gib mal Stichwörter ein, wie komme ich da? Theaterpädagogik. Es ist witzig, weil ich bin genauso nach Köln gekommen. Ja. Mir hat in Wien damals jemand gesagt, davon wusste ich nichts, von diesem Begriff Zirkuspädagogik. Ich habe damals schon Erzieher gemacht und Pädagogik studiert in Wien und das Jonglieren für mich entdeckt. Ja. Und war aber unzufrieden mit diesem Pädagogikstudium, weil das sehr theoretisch war. Und da hat irgendjemand, ein Kollege mir gesagt, sag mal, also, es gibt dieses Zirkuspädagogik-Ding, das passt doch wie Faust aufs Auge für dich. Ich dachte, aha, wo kann man das machen? Ja, keine Ahnung. Nach Hause Google, Zirkuspädagogik, klack. Und Köln war der erste Treffer. Antwort, damals noch zack. Guck mal, sonst hätten wir eine Woche dich später, gar nicht eine Woche hier. Später war ich hier. Sachen gepackt, zack, hingefahren, saß ich mit Daniel plötzlich da und ging's los. Ich war da auch relativ schnell hier und ich dachte, ich wollte auch weg
weg ein bisschen aus Ludwigshafen, auch wenn das schöne Ecken hat, klar. Und wir wohnten da auch sehr schön. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich bin dann doch ein wahnsinniger Großstadtmensch. Ich bin dann doch irgendwie, kann meine Herkunft da irgendwie nicht wirklich verleugnen. Ja. Und dachte, okay, jetzt sind die Kids irgendwann auch raus und dann hocke ich hier. Und was dann? Und ja. Es war mir auch klar, ich will irgendwann auch woanders hin. Und Köln ist natürlich ein super Ort. Ja, und da saß ich hier, im damals, zack, und der Daniel war auch dabei. Genau, und wir reden über Daniel Patschowski, der ist der Leiter für die Fortbildungsreihen, genau. im Latibul. Über den gibt es auch einen Podcast. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer, ich blende euch das hier oben ein, könnt ihr ja mal Daniel anhören und was man so alles braucht für Skills, um Zirkuspädagoge zu werden. Ganz schön, haben wir im Wagen gemacht, im Kaffeewagen aufgenommen. Ja, auch cooles Setting. Ja. Ja, und dann war ich nochmal da, weil... Aber wusstest du vorher schon, was das Latibul oder das Zack damals noch für ein Profil hatte und was sie so machen? Ja, ich habe das ja schon natürlich mich da sehr vorbereitet und das sehr mir angeguckt und so, das wusste ich schon. Klar, fand ich auch super interessant. Also gerade die Verbindung mit Zirkuspädagogik fand ich sehr, sehr ansprechend und toll. Und ich hatte dann, witzigerweise, ich wollte eigentlich nie Theaterpädagogin werden. Ich bin es ja eigentlich auch nicht. Ne? Also ich habe halt durch mein theoretisches Studium eher so Regie studiert und war in diesem Regiebereich unterwegs. Aber klar, ich habe halt vorwiegend nur sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und deswegen hatte ich da schon einen Bezug dazu. Aber ich bin nicht diese klassische Theaterpädagogin. Ja. Das bin ich gar nicht. Ja. Und, musst du ja nicht sein, du bist Geschäftsleiterin. Ja, ich bin Geschäftsführerin. Geschäftsführerin, genau. Also von daher musst du ja auch nicht Theaterpädagogin sein. Muss ich eigentlich eher mit Excel-Tabellen. Ich fand es aber ganz spannend, stimmt. Ich fand es ganz spannend, dass du saßt in meinem Unterricht. Ja. Undercover, wie so der Undercover-Boss von RTL. Und zumindest Daniel hat es mir nicht gesagt. Echt? Nee, das weißt du gar nicht. Ah, das weiß ich gar nicht. Also du warst auf jeden Fall Teil der Fortbildungsgruppe. Ja. Und irgendwann kommen die dann zu mir, zum Jonglieren. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt in dieser Hierarchie, ich dein Dozent, sozusagen. Das fand ich toll. Und es war alles sehr cool, weil wir es auch ja gut verstanden haben und so. Und dann irgendwann droppt das der Daniel, dass das ja die neue Geschäftsführerin ist, die Eva und so. Und da dachte ich so, ey Daniel, was hast du mir sagen müssen? Ich finde es eine Unverschämtheit. Geil. Und auf der anderen Seite nachhinein war es irgendwie aber auch cool, also war jetzt auch nicht schlimm, weil ich hätte mich auch nicht anders verhalten, wenn ich es gewusst hätte. Nee, klar. Vielleicht eher sogar, wäre es vielleicht sogar eher cringe gewesen, wenn man nicht so genau weiß, weiß ich nicht. Aber irgendwie witzig, dass du zumindest versucht hast, dir das einmal alles durchzugeben. Also du hast dich auch gesagt, ich setze mich jetzt in diese Kurse. Ja, voll. Ich gucke mir jetzt die Dozenten an, ich gucke mir die Struktur an, also ich gehe das von unten aus an. Ja, ich wollte auch hohen Respekt dafür. Zirkus kennenlernen. Ich bin dann leider ausgestiegen, weil Corona kam und ich dann die Geschäftsführung übernehmen musste und da habe ich gemerkt, okay Leute, es wird jetzt unseriös, wenn ich jetzt hier drin bleibe. Ja. Ich habe echt sau viel um die Ohren. Die Zeit reicht dann auch nicht mehr. Ja, da reichte einfach meine Zeit nicht mehr, aber es war auch... Ich kenne total, glaube ich, diese Strukturen, und dass man in unterschiedlichen sozialen Rollen unterschiedlich unterwegs ist. Und das ist das Geile, was man halt im Theater, aber ich glaube auch im Zirkus einfach lernt. Es gibt Situationen, da bist du jetzt Boss und komm, sag, was ich machen soll. Und ich kann das alles überhaupt nicht mit dem Ball. Und dann gibt es sicherlich auch Situationen, wo ich sagen muss, nee, dann geht nicht. Genau. Ja. Und aber es ist auch okay, diese Rollen zu kennen. Genau, und das finde ich total geil, einfach immer wieder abhängig von den Rollen, in unterschiedliche Strukturen zu kommen, weil das macht es auch lebendig, auch so Beziehungen macht es, finde ich, lebendig. Also deswegen war das für mich total schön, das mal irgendwie aus dieser Teilnehmerperspektive erleben zu können. Mochte ich sehr. Ich mochte deinen Unterricht sehr. Ja, danke schön. Sehr, muss ich sagen. Vielen Dank, vor Komplimenten kann ich weglaufen, also bleibe ich hier. Du hast uns was mitgebracht, die den Podcast hier auf Video gucken, auf YouTube und nicht nur hören, auf Spotify oder allen anderen Podcatchern dieser Welt. Die sehen hier so Wörter, die was aussagen, aber es kommt irgendwie kommt man nicht damit klar. Also man liest gelb, aber offensichtlich ist es blau, man liest blau, aber es ist rot. Und das gelbe Grün ist leider schon kaputt gegangen. Genau. Und ich habe dich nämlich gebeten, bring etwas mit, was so deinen Job aktuell so ein bisschen repräsentiert oder was so dich repräsentiert. Warum hast du das mitgebracht? Was ist deine Anekdote dazu?
Das sind so Betonbuchstaben, die ich von meinem Sohn geschenkt bekommen habe. Und die ich dann, also da ist eben ein Wort rot und das ist grün angesprüht. Oder das Wort blau ist rot angesprüht. Und das ist sehr verwirrend. Der hat so erzählt, glaube ich, merkt man es gar nicht. Aber wenn man sieht, nee, du hast es ganz gut gerade einmal für die ZuhörerInnen erklärt, weil die, die es sehen, sehen es jetzt auf Video, aber für die, die es nur hören, ihr kennt diese Sachen, ihr kennt diese Dinger, da steht dann gelb, aber es ist selber blau und man soll durcheinander kommen und genau. So das lesen, was man sieht, aber es ist nicht, es entspricht nicht dem, was es aussagt. Ja. Und du hast mich ja gefragt, was wäre denn etwas, was irgendwie so mein Job oder mein Leben jetzt hier so in Köln repräsentiert? Ich glaube das. Weil ich glaube, es ist auf allen Ebenen immer, sieht es anders aus und es ist was anderes drin und man muss immer irgendwie mit diesem... Den Transfer mit machen. Diesen Transfer leisten. Ja. Weil ich bin ja eigentlich jetzt auch keine BWLerin, bin Geschäftsführerin, aber eigentlich bin ich ausgebildete Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin und trotzdem mache ich BWL-Sachen scheinbar. Ja. Ist mir noch alles nicht so bewusst, aber als ich jetzt nachgedacht habe, dachte ich, ach guck, schau, mache ich schon so Excel und so Zeug. Ja. Ja, Abrechnungen, Kalkulationen, ja, Anträge. Anträge, genau. Und dann gleichzeitig merke ich aber auch, ja, es ist richtig, dass ich das mache, weil es heute in unserer Kunstwelt, so wie du sagst, zu 90% mit Anträgen zu tun hat. Und die kannst du nicht nur aus BWL-Sicht machen. Da musst du irgendwie eine inhaltliche, konzeptionelle Vision haben und du musst irgendwie gucken, wie passt das jetzt auch rein in das, was wir machen wollen und kann, macht das jetzt irgendwie Sinn und wo macht das Sinn? Also insofern ist es schon alles richtig, aber ich bin halt immer mit dieser Transfernummer unterwegs. Ne? Irgendwie sieht es anders aus, als was dann am Ende drin ist und ich muss dann irgendwie diese... Umschachteln. Komische, ja, in meinem Was steht Kopf. Denn, was ist denn eigentlich dahinter, sozusagen? Ja, und das ist auch, so ist auch mein Kopf, glaube ich, gerade. Also wirklich die ganze Zeit steht da rot in grün. So fühle ich mich. Es ist aber anregend. Es gibt das Gerücht, dass du sehr gut bist im Anträge schreiben. Echt? Ja. Gibt es das Gerücht? Ja, das geht so rum. Kann ich immer so das stecken. Das wusste ich gar nicht. Ah, ja. Lustig. Erzählt, dass du das richtig gut kannst. Ist doch schön, ist auch ein Kompliment. Ja, das kann ich, glaube ich, schon. Ja, glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Was ist denn deine Vision für das ehemalige Zack? Weil ich muss sagen, der Name wurde geändert, es gibt einen Rebrand sozusagen und das auch so ein bisschen natürlich damit zu tun, dass du jetzt da bist. Ja. Und dass da auch nicht nur im Namen Veränderungen stattfinden oder wie auch immer. Was ist so deine Vision fürs Latibul? Oder ganz kurz. Wir machen mal ganz kurz einen Disclaimer. Was ist das Latibul eigentlich? Lass mal so kurz einmal für alle, die nicht den Daniel schon gehört haben und die das alles wissen. Ja, das Latibul, also du meinst das Wort, was das heißt? Nee, was ist der Ort? Einfach der Ort, was genau. Passiert also der da Ort ist eigentlich ein Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum, wo wir einfach diese zwei Bereiche ganz krass zusammendenken und nebeneinander und miteinander im Zusammenarbeit denken. Und wir haben diesen Namen, weil das heißt eigentlich, das ist ein altenglisches Wort, das heißt ein Schutzort, wo du dich so zurückziehen kannst und deine ganzen persönlichen Erlebnisse haben kannst. Wie ein Baumhaus, wo du dich wohlfühlst und da gehst du hin und da bist du ganz du selbst und kannst da irgendwie vielleicht laut singen, was du sonst nicht machen würdest. Und das, finde ich, ist eigentlich ein schönes Bild für ein Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum, sich ausprobieren zu können, sich da hineinbegeben zu können, irgendwie so in heimlich geschütztem Rahmen so ein bisschen alles rauslassen können, was einen so bewegt, eben auch mal scheitern zu können. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht die geborene Jongleurin, das haben wir ja gesehen, aber es macht auch total Spaß, sich da irgendwie mit so neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch meine Vision dafür, ein Ort zu sein, wo man auch so gesellschaftliche Themen und sich selber miteinander verhandeln kann. Und ich glaube, das ist das, weswegen wir auch den Namen gewechselt haben, so ein bisschen, um da auch da weiterzugehen, Schritt weiterzugehen, ein Team zu haben, was irgendwie auch anfängt zu gucken, was ist jetzt aktuell, was sind so aktuelle Themen in der Gesellschaft und was müssen wir dafür tun, dass wir die irgendwie thematisiert kriegen und verhandelt kriegen. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen Perspektivwechsel vorgenommen, weil wir wollen, glaube ich, selber Trends setzen. Wir wollen selber gucken, komm, lass mal suchen, lass mal überlegen, was ist geil, was können wir irgendwie etablieren und wir möchten eigentlich das andere uns nachmachen und nicht andersrum. Mhm. Ja, und was gibt's noch nicht vielleicht auch? Ne? So genau, was neue gibt's Gefilde, noch nicht? Neue Richtungen weil wir sind halt ein mega kreatives Team. Ja.
Und deswegen möchte ich auch, dass wir sehr viel selber auch tun und ins künstlerische Tun kommen, weil das auch einfach Energien freisetzt. Und wir müssen ein bisschen weg von diesem, wir haken irgendwie so Kurse ab und das jetzt noch 20 Jahre, sondern auch überlegen, ja, wir machen die Kurse, aber die suchen auch. Also wir sind auch, glaube ich, suchend und forschend und ja, die Ideen halt der Veränderung auch so. Ja. Wie geht's in die Zukunft? Wie kann man das Zukunft fit machen auch? Ja. Wir verändern uns, die Gesellschaft verändert sich. Video kriegt immer mehr, noch mehr Stellenwert auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zirkuspädagogik, Theaterpädagogik boomt trotzdem auch irgendwie. Ja. Muss sich aber auch mit der Zeit bewegen und kann nicht irgendwie stehen bleiben. Und vor allem, wie schaffen wir es irgendwie auch, junge Leute zu halten? Es wandelt sich auch, also sieht man jetzt an dir als Mensch. Ne? Also das eine ist, du hast ja auch, wenn du weitergehst in diesem ganzen Bereich, du hast so viele neue Dinge, die du für dich selber dazu holst. Und ich glaube, das braucht es auch auf der höheren Ebene. Das braucht auch Theater- und Zirkuspädagogik. Wir müssen anfangen zu suchen, zu gucken, wo geht's hin. Ja, und was ist alles hier noch so drumherum und verwandt eigentlich mit dem, voll, was du gerade machst? Und da gibt es so viele Überschneidungen auch dann immer wieder mehr und so. Und deswegen finde ich auch so, Zirkus und Theater, das sieht man auch an den Entwicklung von zeitgenössischem Zirkus. Ja. Die wollen irgendwie zusammenkommen. Die wollen auch miteinander unterwegs sein. Und da kommen noch so, was du gesagt hast, ne? Video kommen dazu, Medien kommen dazu, öffentlicher Raum kommen dazu, Musik kommen dazu. Es ist, Tanz ist ganz stark Tanz, mit dem neuen Zirkus auch verbunden. Sehr. Und diese Verbindung zu suchen und die lieben zu lernen, finde ich total spannend. Ja, das Latibull ist ja hier in Köln so eine kleine Oase in der Großstadt. Also das Gelände ist total schön. Das ist das ehemalige Schwimmbad. Glaube ich, bis 1990 oder so war da noch das Schwimmbad. Und da stehen jetzt verschiedene feste Zelte. Und es gibt aber auch Räumlichkeiten, in denen eben sowohl Trainings passieren, von Leuten, die einfach nur zum Trainieren dahin kommen. Es gibt gleichzeitig den Kinder- und Jugendzirkus Wibbelstedt, der seit, glaube ich, 83 oder so, auf jeden Fall relativ lang schon da etabliert ist und der ganz viel auch in dieser Modernen arbeitet, also mit Theater, mit Tanz, mit Choreografie, also diese Mischform eben von, oder man nennt es neuer Zirkus, was super ist, was ganz toll ist, was die Qualität auch vom Wibbelstedt angeht mittlerweile. Ja. Wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja. Dann gibt es die zirkuspädagogische Fortbildung für angehende Zirkuspädagogen, die sie da machen können, Grundlagenjahr, Vertiefungsjahr, theaterpädagogische Ausbildung, die dann aktuell noch in der Genterstraße in dem zweiten Standort ist, wo es auch ein Theaterhaus gibt und jetzt auch so ein bisschen, diese beiden Oasen langsam so ein bisschen mehr noch zusammenwachsen und es einfach auch, einfach ein ganz toller Ort ist, den Köln so hat, weil auch immer wieder Gastspiele da sind, man geht auch dann vielleicht nur mal als Zuschauer dahin, es passieren Shows in den Zelten, man kann aber auch seine Hochzeit da feiern oder Kindergeburtstage, das auch dazu gehört. Es gibt die ganzen Kinderkurse, von, glaube ich, 5 bis hoch auf 18 oder bis Erwachsenenkurse sogar. Ja. Gibt es ganz viele Kursmodelle da, die alle irgendwie mit Zirkus und Theater zu tun haben. Also eigentlich ein super, super spannender Ort, der Kunst und Kultur irgendwie in Köln so festigt. Hast du eine Vision für den Ort in 5 oder 10 oder ist auch egal? Gibt es sowas, wo du denkst, ich würde diesen Ort noch gern so in diese Richtung transportieren? Ja, klar. Also das ist auch gar nicht unbedingt meine eigene Vision nur, sondern wir haben auch mit dem Team so einen Zukunftswerkstatt gemacht und da ist diese Vision so zusammen entstanden und die ist, dass wir gerne am Rhein in dieser grünen Oase, die du so schön beschrieben hast, einen gemeinsamen Standort haben möchten. Gerne nachhaltig, gerne Holzbau, gerne eben auch verbunden mit dieser Natur, also sich öffnend in diesem Park, wo Theater und Zirkus zusammen stattfinden kann, was wirklich so ein Creation-Zentrum sein könnte, mit einem Café, wo du einfach hingehen kannst, irgendwie da was dich begegnen kannst mit anderen und überall sind, ich bin ja so ein ich finde diese neue Richtung von künstlerischer Forschung so mega interessant, weil das anfängt zu fragen, und die Leute dazu animiert, irgendwie kommen, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken, was ist Begegnung für dich, was ist denn das? Und das einfach so ein Ort, wo du gerne hingehst, wo du sofort mit vielen Themen und über Kunst, Kultur, Miteinander, Menschen konfrontiert wirst und dein Kind kann irgendwie einen Kurs machen und du kannst sie da Kaffee trinken, unterhalten. Ey, das finde ich super. Verweilen. Ich das ist halt, glaube ich, unsere Vision. Du hebst voll ins Schwarze bei mir.
Das ist das, was ich mir immer für diesen Ort gewünscht habe, dass es ein Ort, ein offener Ort der Begegnung ist. Und das kriegst du eigentlich nur durch ein Café, durch so ein Angebot da. Und es muss nicht viel sein, aber es geht darum, diese Willkommenskultur, und das spricht sich dann rum und dann passiert das. Und das finde ich, das find ich mega. Verweil da gerne. Da wird es nämlich noch mehr Oase. Genau, genau. Kennst du das? Ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist mir ganz peinlich. Ist mir entfallen. Sonnenstich? Nee, es gibt in Berlin. In Berlin, das ist dieser Zirkus für Menschen mit Down-Syndrom. Genau. Und da gibt es auch diesen einen Ort da, diese kleine Insel, auch mitten an der Spree, glaube ich, ist das. Ja, so müsst, also das Flair, was da ist, es ist gar nicht so groß wie das Latibugel-Gelände. Es ist viel, viel kleiner und kompakter. Aber dadurch, dass es da einfach so eine Bar und was zu essen gibt und teilweise ganz einfach, aber macht jemand Sandwiches so. Ja. Das ist so eine nette Dame, die macht das Sandwich. Allein die ist schon so charmant, dass du so gerne da bleibst und diesen Austausch auslebst und so. Und das trifft bei mir voll ins Schwarze. Das finde ich so schön, wenn das so wird. Und da wollen wir hin. Und das ist aber ein weiter Weg. Also ich freue mich sehr, dass du da bist, weil das Latibul ist ja auch irgendwie meine Arbeitsstätte seit langer Zeit irgendwie immer schon gewesen. Und ich freue mich auf alle neuen Projekte und alle neuen Ideen. Leider ist der Podcast wahrscheinlich schon nach unserer tollen Aktion in der Kölner Theaternacht. Ja, also, da freue ich mich schon drauf. Hätten wir mal Werbung machen können, aber das habt ihr leider schon verpasst. Sorry, so ist das Leben mit Videos machen, die sind alle vorproduziert. Ist das halt. Liebe Eva, wir sind mit unserer Zeit um. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Ja. Sehr schönes Gespräch. Sehr, sehr gerne, ein gutes Vergnügen. Dir viel Erfolg weiterhin und wir bleiben ja in Kontakt. Wer weiß, wann wir dich das nächste Mal hier sehen und hören mit den neuesten Ideen, neuesten Projekten. Das soll es auch gewesen sein für diese Folge Podcast. Ist echt nicht einfach. Wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr sehr gerne einen Daumen hier lassen. Auch ein Abo ist sicherlich nicht verkehrt. Vielen Dank an alle Unterstützer auf Patreon, auf alle Unterstützer auch auf YouTube, die jeden Monat da so ein bisschen was Kleines reinwerfen in den Hut, damit das Ganze hier möglich ist und damit wir weiterhin so spannende Podcasts wie diesen machen können. In diesem Sinne, euch alle eine gute Zeit, gute Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.